Und was ist im allerschlimmsten Fall zu erwarten? Ja, nun eben Senkung des Lebensstandards. Ja, gut, okay, dann werden wir eben ärmer. Das beginnt ja schon. Ich meine, das Netto, das Sie tatsächlich haben, von dem Sie Ihren tatsächlichen persönlichen Lebensstandard her gestalten, das ist ja schon lange nicht mehr gestiegen oder sogar gesunken. Und das wird dann eben weitergehen. Also man wird sehen, wie sich die Jüngeren vor allen Dingen dazu verhalten, dass sie immer stärker belastet werden. Aber es gibt da wohl eine natürliche Grenze. Hayek sagt irgendwann mal sehr martialisch in seiner Verfassung der Freiheit, am Ende wird die Tatsache, dass die Jungen, Polizei und Militär stellen, die Frage der Versorgung der Alten entscheiden. Sehr hart. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil jeder in einer Familie ist und diese Konflikte werden sich dann ja nicht so sehr auf nationaler Ebene als in jeder persönlichen, privaten Familie abspielen. Also meine Kinder werden mir gegenüber sagen, Papa, das geht doch nicht so und dass wir jetzt dreiviertel nur damit du, ja, dreiviertel, dass wir dreiviertel des Einkommens abtreten an die Sozialversicherung, damit du es gut hast. Ne? Jetzt musst du auch mal runtergehen von deiner dynamisierten Rente. Machen wir halbe halbe, ja? Wir halbieren die Rente und dafür haben wir eine Halbierung des Beitragssatzes und arbeiten aber wieder gern. Also, ich glaube nicht, dass es da zu einem Gemetzel kommen wird zwischen den Generationen. Das malen ja manche an die Wand, aber das glaube ich nicht. Ich denke, das wird sich auch evolutorisch einfach, weil jeder in einer Familie lebt, auf dieser Ebene auch psychologisch vorbereiten. Und die Rentner sind, abgesehen von den Rentnerverbänden, Gewerkschaften und so auch, die Rentner selber sind ja weit harmloser und verständiger als die Leute, die behaupten, dass sie im Interesse der Rentner auftreten. Das sind ja die Scharfmacher. Und es kann da sehr bald zu einem Konflikt kommen zwischen den Leuten, die angeblich die Interessen der Rentner vertreten und deren Empfindungen gegenüber ihren Kindern und Enkeln selber.